Ja, soll er kriegen, ist doch klar. Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 50? Übertreib's nicht, Wimmel. Na gut, abgemacht. Na, bin mal gespannt. Haben wir hier eine neue Karte gehabt? Nee, was? Was hatten wir noch für eine Karte bekommen? Ein Wildschwein oder so? Weiß nicht, aber ist jedenfalls nicht in unserem Kartensatz. Wir versuchen es trotzdem in unserem Kartensatz. Karte. Sieht aber relativ gut aus, wenn jetzt keine schrecklichen Karten mehr dürfen, wenn wir nicht gerade locker abziehen. Du willst Gewinnmeister sein. Ja. 139:54, Kollege. Unglaublich. Das kann nicht sein. Du hast mich irgendwie bezuckt. Mich verhext oder so. Hoppla, pass auf, was du sagst, Hilbert. Sonst fällt es Geralt noch ein, Genugtuung zu verlangen. Soll er sie von dir verlangen, verdammter Zwerg, bärtiger Geizkragen? Oh. Holla, dem Knaben setze ich beim nächsten Kredit aber die Zinsen rauf. Erebeck. Ach, unwichtig. Ich würde lieber hören, ob du mit dem Schwert... Gegrüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Geralt von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Geralt. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons.
Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Okay. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Ich verkaufe. Was mache ich denn da? Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Natürlich. Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Vivaldi nutzt die Gelegenheit um alles und jeden... Verschütteter Wein, sonst nichts. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ja. Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich, Nacht um Nacht, bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ja, tut mir leid. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir,
Starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Nix Irre, Quatsch. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Kleubert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi. Wer ist das? Geralt von Riva, Hexe. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz. Über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch? Wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt. Aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Ist ja okay. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Verdammt. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Konnoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Maribor? Das Landschaftsbild. Ich glaube, die ländliche Szene. Inkorrekt. Verdammt. Aber ich hätte mir denken können, dass dein bäuerlicher Blick in die ländliche Heimat schweift. Leb wohl. Hätte ja passen können. Hoffentlich hat das keine Auswirkung. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ah, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Die Zwiebel haben wir uns gerade noch gesichert. Wimme, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Eventuell. Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Wie viel Prozent willst du? Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten?
Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum ersten, zum zweiten, zum... Prächtig, Gräfin Mignone bietet 250. Höre ich 300? Na aber, wie rasant! 300 zum ersten, zum zweiten. Hören wir 350? 300 zum dritten, verkauft an den weißhaarigen Herrn, Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2, ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Rohe. Sterne Nacht über dem Ponta, ein charmantes Werk, Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Rohe geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Knobelmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Muss ich haben. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum ersten, zum zweiten. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum ersten, zum zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Es gibt Erfrischungen. Bald geht es weiter. Lecker. Sieht wirklich gut aus. Oh, Gerard, schau. Horst Borsodi. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Gerald von Riva, der nicht eingeladen ist. Wo habe ich nur meine Manieren? In Kaer Morhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös. Das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Wir sagen es ihm. Von Olgiert, von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bringt den Hexer raus und lasst ihn nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Freundlicher Herr. Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, ach, Leute, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite, wie wahr. Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Oh. Schlechte Idee.
Ja! Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Sehr verdächtig, wo er da oben steht, ne? Aber was soll's. Entschuldigung, ich hab's ein bisschen eilig. Sind wir uns nicht schon begegnet? Nein. In Lokmoin vielleicht? Krieg wieder unter deinem Stein. Komm schon! So, ehrlich gebeten, sollte ich nicht plötzlich dieses komische Schafsding ranmachen? Bin das eigentlich dabei? Ja, Schweinehirn. Komm. Was macht das eigentlich? Bonus Gold. Von der Stadt. Schafskäse auf dem Markt verkauft. Lage nicht. Ihre und Heimatland. Gejagt worden, aber etwas ist schiefgelaufen. Wahrlich, ich sage dir, unzüchtiger Halbling, dass du die Tür zu öffnen hast. Was ist hier los? Ordentlich kloppe, Belair! Auf ihn, Brüder!
Fixer hat ihren Schild. Stundli wie die Tiere. So, dann schauen wir mal, was die dabei haben. Ob die was Interessantes dabei haben. Das Hühnerbein nehmen wir mit. Das Schwert interessiert uns nicht allzu sehr. Aber irgendwo muss noch Dritter sein. An und für sich. Und noch drei. Da liegen ja noch zwei Dinge nebeneinander. Das ist das Schwert. Oder sind das beide Schwerter? Das sind beide Schwerter. Gut, dann gucken wir mal, was er so von sich gibt. Guten Tag. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich hab dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Grimist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Art Skellig. Dort wird der weise Meister Grimist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Lass mich mal schauen. Aber irgendwas in das hat. Na, sieht es auf den ersten Blick nicht so aus. Ach, ein Auftrag hat auch. Dann nehmen wir den auch mal eben schnell an. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber. Wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. Ach ja, sein so Lehrling viel Zeit war weg ist vergangen kann, ohne ne? ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ja. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Feules Hof. Mir ist Tannenfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Das, Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Hallo. So, jetzt brauche ich mal Passwort. Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte.
Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Ja, sowieso. Aber ein paar Infos. Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Hätte ich leider auch nicht getan. Ich habe nur deine Hilfe bei einem Raum. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit? Oder nicht? Ja, muss ich ja. Was bleibt mir? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstellen, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Ja, eigentlich klingt's furchtbar, aber... Klingt nicht übel. Aber nach viel Arbeit für zwei. Das ist mir völlig klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Ja, wie gesagt, bleibt mir nichts anderes übrig. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo. Eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Tanz.
Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tournierroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Halb. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für uns sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Optionen? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwen, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sideris, diesem Söldnertreu. Soweit ich weiß, lagert sein Trupp östlich von Ochsenfurt, am rechten Ponta-Ufer. Hm. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Wollen doch keinen Verdacht erregen. Hm. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen.